Mehr Nachrichten und Hintergründe finden Sie bei Tagesschau 24. Jetzt gleich folgt hier Brisant und um 20 Uhr haben wir eine neue Tagesschau für Sie. Auf Wiedersehen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Zum letzten Mal in ihrer Amtszeit hat sich Bundeskanzlerin Merkel mit den ostdeutschen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, wenn auch Corona-bedingt, nur bei einer Videokonferenz getroffen. Dabei ging es um Vorschläge für das weitere Zusammenwachsen in Deutschland, die allerdings erst nach der Bundestagswahl umgesetzt werden sollen. Einig war man sich, dass es trotz großer Fortschritte noch Nachholbedarf gibt. Dennoch gäbe es gute Perspektiven, etwa bei Veränderungsprozessen wie dem Wandel von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien. Das war das Fazit von Kanzlerin Merkel und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke.